Ich begreife nicht, warum ich hier bin. Ich habe keine Zeit für sowas. Ganz ruhig, Mr. Mars. Deuten Sie uns doch erstmal Ihre Version der Geschichte. Sie können mich hier jetzt nicht einfach festhalten. Ich bin nicht Ihr Richter, Ethan. Ich will nur das Leben Ihres Sohnes retten. Helfen Sie mir. Was wissen Sie? Grob geschätzt bleiben Sean noch 12 Stunden zu leben. Es regnet, Ethan. Jeder Tropfen bringt ihm den Tod ein Stückchen näher. Ich kann Ihnen nicht helfen. Was bringt Ihnen denn noch ein weiteres Opfer? Schauen Sie sich das verdammt nochmal an. Ich denke, ich habe ihn gekidnappt. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Und ich bin der Einzige, der ihn retten kann. Sie wollen ihn retten, ohne zu wissen, wo er ist. Das ergibt doch keinen Sinn, Ethan. Ich liebe meinen Sohn. Ich liebe meinen Sohn. Wenn sie mich hier behalten, wird Sean sterben. Die Zeit läuft, Ethan. Ihr Motiv ist mir völlig egal, aber... Aber wo zum Teufel verstecken Sie Sean? Ich weiß es doch nicht. Wenn ich es wüsste, hätte ich Sie schon bereits gerettet. Blake, das reicht. Auch wenn er es gewesen sein sollte. Sie haben kein Recht, ihn zu schlagen. Verpissen Sie sich, lieber Norman. Sonst muss die Putzkolonne nachher Ihr Scheißgehirn vom Boden wischen. Die Kamera ist aus. Also werde ich einfach behaupten, Sie hätten ihn geschlagen und ich konnte Sie nur so stoppen. Das wird noch ein Nachspiel für Sie haben, Blake. Ja, ja. Wie auch immer. Ich frage Sie ein letztes Mal. Wo verstecken Sie Sean? Verdammt, ich weiß es nicht! Mein Gott, Ethan, was hat er mit Ihnen gemacht? Sie sollten mir lieber nicht helfen. Ich weiß doch, dass Sie nichts gemacht haben. Wie kann ich Ihnen nur jemals danken? Sagen Sie nichts. Hier, nehmen Sie mein Dienstcape und setzen Sie die Kapuze auf. Wenn Sie sich beeilen, fallen Sie damit vorerst nicht auf. So, und jetzt machen Sie sich auf die Suche nach Ihrem Sohn. Er braucht Sie.